Warum wird eine unbefristete EM-Rente in Wirklichkeit nicht für immer geleistet? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Im Gesetz in § 102 Absatz 2 Satz 5 erster Halbsatz Sozialgesetzbuch Nr. 6, ist ein schwerer Zungenbrecher, ich weiß, steht Folgendes geschrieben. Renten, auf die ein Anspruch unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage besteht, werden unbefristet geleistet, wenn unwahrscheinlich ist, dass die Minderung der Erwerbsfähigkeit behoben werden kann. Übersetzt soll das heißen, wenn aus medizinischer Einschätzung Ihrer Rentenversicherung bei Eintritt Ihrer Erwerbsminderung klar ist, dass diese Erwerbsminderung nicht mehr behoben werden kann, dann haben Sie als Anspruchsteller, wenn die anderen versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für Ihre EM-Rente erfüllt sind, Anspruch auf eine EM-Rente und zwar auf Dauer. Im Grundsatz sagt ja das Gesetz, Erwerbsminderungsrenten werden befristet geleistet. Aber die gibt es eben auch schon als Dauerrente, wenn jemand zum Beispiel schwer krank ist, MS hat, Krebs oder wie auch immer. Aber stimmt denn das wirklich, dass diese unbefristete Erwerbsminderungsrente dann auch tatsächlich für immer geleistet wird? Nein, das stimmt natürlich nicht so ganz. Denn Renten wegen Erwerbsminderung werden auf Dauer, also Dauerrenten, grundsätzlich nur bis zum Erreichen des Kalendermonats geleistet, indem sie ihr Lebensalter für ihre individuelle Regelaltersgrenze erreicht haben. So steht es unmissverständlich in § 43 SGB 6 geschrieben. Und Sie sehen hier den § 43 und da steht im Absatz 1 sinngemäß drinne: Sie haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Und im Absatz 2 für die volle EM-Rente: Sie haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf die Rente wegen voller Erwerbsminderung. Damit ist völlig klar, dass es im Grundsatz eigentlich gar keine unbefristeten Erwerbsminderungsrenten geben kann. Denn diese sind grundsätzlich befristet auf das Erreichen der Regelaltersgrenze. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Und wenn Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben und vorher eine EM-Rente hatten, müssen Sie sich gar keine Sorgen machen. Nach § 115 Absatz 3 Sozialgesetzbuch Nr. 6 wird die EM-Rente dann nach Erreichen der Regelaltersrente, wenn Sie nichts anderes bestimmen, als Regelaltersrente weiter gezahlt oder dann eben gezahlt. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.